Gut. Und zur mündlichen Prüfung, ich schreibe mal kurz mal so ein bisschen mit. Ich werde mal übertragen erstmal, damit du siehst, wo wir hier so sind. Ob das Bild auch einigermaßen scharf bei dir ankommt. Palim, palim. Ich denke, es kommt, oder? Perfekt, Ronny. Was haben wir für ein Datum? Hoffentlich sind das die letzten beiden Termine zu dem Thema hier, mein Lieber. Ich habe da ja nun keinen Bock mehr drauf, ne? Weißt du, ich mache das ja schon so lange und dann denke ich jedes Mal, Alter, ey, was müssen die armen Menschen sich da antun? Und immer hängen sie irgendwie an dieser Hürde fest. Naja, aber war das jetzt immer noch dein erster Versuch oder bist du schon da beim zweiten? So, beim zweiten. Und jetzt schreibe ich nochmal ganz kurz mit. Du hast also, wie viele Punkte hast du gemacht? Siehst du, das hatte ich, glaube ich, auch in Erinnerung. 39 Punkte. So, du brauchst natürlich jetzt genau, also 11 mal 2, dann genau, du brauchst also echt 72 Punkte, damit du da sauber über die Runden kommst. Aber das ist echt gut machbar, weißt du? Also, das ist durchaus im Mittelfeld. 40 ist ja mittendrin, weißt du? Also, das heißt also, das ist nichts Ungewöhnliches, dass man da irgendwo landet. Du bist mit den Prüfungsaufgaben schlecht zurechtgekommen, ne? Die Prüfung, die du gemacht hast, war 19,2, ne? Nee, 20, 19,2. Da bist du. Wie war dein Erlebnis da? Ja, genau. Also ich weiß nicht, ich habe da so ein. Ich habe gedacht. Ja, da kannst du immer was zu sagen, auch wenn ich jetzt da immer drauf rumhacke und sage, was sind denn erneuerbare Energien? Verdammt, die ganze, ich sag mal, alles, was uns umgibt, ist Energie. Und was ist davon bitteschön erneuerbar? Also ich meine, das ist ein von Menschenhand geprägter Begriff, weißt du? Die Energie, die wir nutzen, die ist ja immer da. Das heißt, selbst wenn du Sonnen- oder Solarenergie hast, Gottes Willen, die wird ja irgendwo erzeugt. Die ist, weißt du, bloß, dass sie uns frei zur Verfügung steht, ist ja nichts Regeneratives irgendwie, weißt du, das ist echt nur vom Kopf her eine Marketingstrategie von, ich weiß nicht, Merkel vielleicht. Aber egal. Hast du die, ich glaube, ich hatte dir die Unterlagen zukommen lassen, oder? Hast du da reingeguckt? War das eigentlich, ja, ich weiß nicht, hast du denn hinterher gedacht, Mann, warum habe ich das nicht geschrieben oder so? Ja, genau. Gut, also ich weiß nicht, wir hatten es wahrscheinlich im Nachhilfeunterricht auch nicht geübt, glaube ich, weil, gut, das weiß ich nicht mehr so genau, um ehrlich zu sein, aber wenn wir das gemacht haben, dann warst du zumindest schon ein bisschen präpariert, oder? Ja gut, immer, hinterher ist man immer schlauer, ne? Aber jetzt wollen wir mal gucken. Also hast du rauskriegen können, wie die Menschen dich dort vor Ort fragen in deiner IHK? Ja? Okay, dann fangen wir doch damit mal an. Ja, danke schön. Ne? Also wenn wir jetzt mal ja. Das heißt, das musst du alles aus dem Kopf wissen, ne? Ja, das vermute ich mal so. Dann werden sie dich wahrscheinlich einfach mal so fragen. Und dann fange ich einfach mal so mit meiner Hilflosigkeit an. Ja? Wenn wir so überlegen und sagen, welche Themen hat sie natürlich nicht gesagt. Aber was wäre denn aus unserer Sicht so einfach? Also, wenn ich dich jetzt so was Einfaches fragen würde, dann würde ich dich immer erstmal fragen wollen, vielleicht mal einfach so, einfach mal nach Energie oder sowas? Ist das einfach? Na egal, aber wissen musst du es trotzdem, oder? Also, dann fangen wir, ja, also was ist Energie? Ich schreibe das mal so auf. Was ist Energie? Es geht ja nicht um jetzt hier auf Teufel komm raus viele Sachen zu machen, sondern die elementaren Sachen. Was ist Energie? Wenn du diese Frage so gestellt kriegst, dann stehst du eigentlich schon gefühlt auf dem Schlauch, oder? Ja, Energie, was ist Energie? Keine Ahnung. Das ist eigentlich irgendwas Gespeichertes, ne? Oder? Aber dann vielleicht kann man ja sagen, wenn man das jetzt nicht direkt beantworten kann, dann kannst du ja vielleicht erstmal sagen, welche Energieformen kennen wir denn? Weißt du, was ist Energie? Weiß ich jetzt noch gar nicht eine Antwort drauf, weißt du? Energie, das ist irgendwie, ich würde vielleicht sagen, das ist Arbeit, weißt du? Energie ist Arbeit. Also, wenn man jetzt mal so anfangen würde, das ist Arbeit.
Hast du denn zum Beispiel vielleicht irgendwie ein Formelzeichen für Arbeit? W. Das wäre das Formelzeichen. Hast du auch eine, ich sag mal, eine Basiseinheit für die Arbeit? Oder was ist die, ja, was ist denn die Einheit für Arbeit? Ja, das darf natürlich jetzt nicht so zögerlich kommen, weißt du? Ja, dann, wenn ich dich so was frage, dann will ich, dann ist das einfach, ne? Also wenn du jetzt so auf die Energiegeschichte ab, was ist Energie? Dann würde ich sagen, ja, Energie ist Arbeit. Energie muss geleistet werden, damit irgendwelche Bewegungen vonstatten gehen oder sonst irgendetwas, ne? So, und dann könnte man sagen, und dann würde ich immer sagen, Energie ist Arbeit. Das Formelzeichen ist W. Die Einheit ist Joule. Und was ist ein Joule? Kann man das noch weiter zerlegen in Einheiten? Ja, genau deshalb machen wir es ja, ne? Weil ich sag mal, diese Fragen sollst du natürlich beantworten, weil die Formel, mit der man später da arbeitet, also die Formel für Arbeit zum Beispiel, würde ich ja jetzt als nächstes kommen. Wie berechnet sich denn die Arbeit, ne? Hast du eine Formel für Arbeit? Ja. W ist, ja, ist Kraft mal Weg zum Beispiel, ja? Daran kannst du dich vielleicht erinnern, oder? So, und ich sag mal, ich schicke dir nachher auch gerne dieses aufgezeichnete Blatt mit zu, weil ich finde, das sind so Dinge, die sind einfach, also das würde ich sagen, das sind Grundlagen, verstehst du? So, und wenn die jetzt nicht fragen, was ist Energie, dann könnten sie ja fragen, was ist Arbeit oder so, ne? Da weißt du jetzt ja nicht, wie die da so einsteigen. Und dass du die Formel kennen musst, das glaube ich ist auch klar, dass du die aus dem Kopf kennen sollst, ist für mich jedenfalls auch selbstverständlich. Und wenn du jetzt siehst, Kraft mal Weg, richtig? Mal Weg. Dann kannst du doch schon sagen, dann muss doch die Einheit eigentlich auch Kraft mal Weg sein. Denn wenn du die Einheit für Kraft kennst, was ist denn die Kraft für eine Einheit? Na wohl. Und Newton, das ist also im Prinzip N und Weg ist die Einheit, was? Naja, da haben wir es doch, oder? Also ein Joule ist ein Newtonmeter, oder? Darauf wollte ich ja nur hinaus, weil ich dachte, komm, Alter, das musst du wissen, denn das ist etwas, was so, ich sag mal, Grundlagen.